Hallo, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Witcher 3. Ja, schlimmer Anlass, warum wir uns heute hier versammelt haben oder warum was heute ansteht. Wir müssen uns hier mit diesem Massenmord auseinandersetzen. Beren haben die Thronanwärter bis auf Hjalmar, Ceres und Svanrik, den Sohn der Frau des vorherigen Herrschers, getötet. Das sind die einzigen, bis auf diese drei sind alle anderen tot. Und wir müssen jetzt gucken, ob wir hier was finden, was uns erklärt, wie die Bären reingekommen sind. Bissspuren, Klauenspuren, Knochenbrüche. Kaum zu sagen, woran er genau gestorben ist. Der junge Lugos. Die Bären haben ihn überrascht. Er hatte keine Chance. Mann, und den haben wir noch befreit oder noch gesucht. Otrik. Mist, der ist ja noch ein Kind. Was er? Drogo da. Der Skalde hat ausgespielt. So viele Wunden. Kaum erstaunlich, dass Halbjorn verblutet ist. Massakriert. Schwer zu sagen, wer das ist. Steingrim vielleicht. Gott. Sonst war ja noch nichts außer Leichen, ne? Muss mal aufpassen, dass ich hier nichts übersehe. Da liegen die Beeren. Gucken wir uns den mal an. Also gut. Was haben wir denn hier? Ein Bärenschädel, aber die Zunge ist kurz wie die eines Menschen. Das Maul riecht nach Met und nach etwas anderem, etwas Erdigem. Bären mögen Honig, bevor er fermentiert ist. Seltsam. Etwas unter dem Fell. Eine Tätowierung wie eine Bärentatze. Alte Narbe ist wohl genäht worden. Halb Mensch, halb Bär. Wie ein Lykanthrop. Der Mond ist nicht voll, also hat etwas anderes die Verwandlung bewirkt. Vielleicht etwas zu essen oder zu trinken. Met, mit erdiger Note. Ich sollte die Hörner, Humpen und Schüsseln untersuchen. Alle Hörner sind leer. Ja, schau mal da. Bei jedem Tisch ist eine Schüssel. Met in diesem und nur Met. Da noch irgendwas aufnehmen? Ach so. Naja, gut. Nehmen wir halt mal ein bisschen Erdbeeren mit. Ist ja nicht verkehrt. Met. Nein. Hier. Met mit irgendeinem Pilz versetzt. Und Menschenblut. Ceres. Eine Wache hat gesehen, was passiert ist. Das waren keine Bären, sondern... Menschen, die sich in Bären verwandeln. Berserker. Berserker? Der Name der Skalden für Krieger, die sich in der Schlacht in Tiere verwandeln. Stoff für Sagen und Legenden. Aber es passt doch, nicht wahr? Fast. Es war eine Feier, keine Schlacht. Ich glaube, ich weiß, warum sie sich verwandelt haben. Es war der Met. Riech mal. Met mit Blut versetzt. Und mit noch etwas. Könnte ein Pilz sein, aber ich weiß nicht, was für einer. Hjord könnte uns helfen. Nur wenige Druiden kennen sich besser mit Kräutern aus. Kann nicht schaden.
Dann lassen wir uns mal Vorderjord oder Short auf sich die Mietprobe anzusehen. Gut, dann auf geht's. Die ist schon mal vorgerannt. Ups, hier geht's lang. Welche Schande! Die schlimmste seit dem roten Begräbnis. Da ist er. Freya, unsere Mutter. Möge die See die Verräter holen. Freya, unsere Herrin. Darf ich kurz stören? Das hast du bereits. Was gibt's? Irgendjemand hat eines der Metfässer mit Blut und einem Kraut oder Pilz verunreinigt. Ceres meinte... Gib mal das Horn her. Ich kenne diesen Geruch. Ein Pilz. Mardrömme. Ceres hat nicht gelogen. Du weißt gut über Pilze Bescheid. Das tue ich. Besonders, wenn sie den Geist beeinflussen, ihn beruhigen, Wachträume hervorrufen. Udalric hat viele Jahre gelitten. Ich habe versucht, ihm irgendwie zu helfen. Zuerst mit Beten, dann mit Mohnmilch. Aber inzwischen ist er davon los, oder? So schnell geht das nicht. Aber wir werden es ihm abgewöhnen. Haben Mardrömme denn irgendwas mit Berserkern zu tun? Ja. Aber nur in den Geschichten, die wir unseren Kindern erzählen. Darin heißt es, dass Krieger, die Mardrömme essen, sich im Kampfrausch in Monster verwandeln. Aber wie gesagt, das sind nur... Legenden, ich weiß. Aber es fällt mir leichter, an sowas zu glauben, als an irgendwelche Bären, die aus dem Nichts auftauchen. Mardrömme, nie gehört. Hier auf dem Festland hat einen anderen Namen dafür. Psilocybin, glaube ich. Richtig. Bauern nehmen ihn, um Schmerzen zu lindern. Das hat Udalric auch getan. Aber nur ein paar Mal. In großen Dosen rufen Psilocybin-Pilze Visionen und Albträume hervor. Ja, das Letzte, wovon Udalric noch mehr gebrauchen konnte. Danke für deine Hilfe. Blut und Mardrömme. Das Aroma von Menschenfleisch und einer Substanz, die Visionen hervorruft. Das könnte den Anfall verursacht haben. Vielleicht sogar die Verwandlung. Kann sein. Unwahrscheinlich, dass der Met erst in der Halle manipuliert wurde, vor so vielen Zeugen. Das stimmt. Ich habe bei den Vorbereitungen geholfen. Das wäre mir aufgefallen. Vielleicht ist es passiert, bevor die Getränke nach oben gebracht wurden. Im Keller. Komm, vielleicht finden wir dort ein paar Hinweise. Na dann geh mal vor. Na komm, beeil dich. Gib Gas, Mädel! Wir müssen die Verräter schleunigst finden. Sonst nehmen die Krieger die Sache in die Hand. In der Burg herrscht schon genug Aufregung. Glaubst du, sie würden Krach offen angreifen? Meinen Vater oder sich gegenseitig. Alte Skelliger Tradition. Wir hatten schon lange keinen Bürgerkrieg mehr. Ich wusste, es gibt Ärger. Es war alles viel zu ruhig. Seltsam. Oh, guck mal, eine Schmiede. Das hat Arnwald auch gesagt. Dass auf guten Festen nicht nur Met fließen muss, sondern auch Blut. Der Wunsch ist ihm erfüllt worden. Oh, ich muss mal eben gucken. So ein bisschen, ne? Also wenn wir schon mal wieder hier auf dem Weg sind. Ne? Also. Sozusagen als Belohnung dafür, dass wir jetzt hier detektivisch arbeiten. Ich hoffe wirklich, dass Hjalmar etwas Sinnvolles macht und nicht nur auf einen Kampf aus ist. Entspann dich. Der letzte Sein Wunsch. Bruder ist ungestüm, nicht dumm. Zwergenschnaps muss sein. Wir bewahren den Alkohol am anderen Ende des Kellers auf. Komm, ich zeig es dir. Oh, Gestank. Ist das Wodka? Mahakama-Schnaps. Da hat jemand mehrere vorzügliche Fässer ruiniert. Zum Glück hat Vater gerade andere Sorgen. Untersuche den Keller. Dann machen wir das mal. Direkt hinter dir. Da bin ich aber froh. Da.
Blut und Pilze. Meinst du, wir finden raus, wo dieses Fass herkam? Sieht anders aus. Was zum... Scheiße. Oh. Der Schnaps! Da ist noch ein Ausgang hinter den Fässern. Aber sie sind zu schwer. Kann ich mal los? Hab ich auch nicht vor. Moment, Art. Hallo! Schnell! Ja. Super! Ganz toll! Bei lebendigem Leibe verbrennen können! Da legt aber jemand großen Wert darauf, dass wir die Nachforschungen einstellen. Ist das ein Geheimgang? Nicht geheim, eher kaum benutzt. Als Jaima und ich noch klein waren, haben wir hier gespielt. Einmal, ach, die Vergangenheit. Das Medaillon vibriert. Das eine Orte macht! Her damit. Noch ein Punkt. Cool. Quen ist erhöht. Das ist immer gut. Oder meistens. So, also irgendwer will nicht... Ich den Brandstifter erwische. Ich weiß schon, wer es ist. Er musste den gleichen Eingang wie wir benutzen. Ob er Spuren hinterlassen hat? Vielleicht. Als die Tür zuschlug und das Feuer ausbrach, hast du da auch eine Flasche bersten hören? Nein, aber ich habe auch nicht die Sinne eines Hexers. Du hörst ja bestimmt das Haar auf meinem Kopf wachsen. Ich versuche nicht zu lauschen. Komm, wir sollten den Eingang untersuchen. Ich habe eine Vermutung. Es sind ja nur noch drei über. Na, der Hjalmar, Ceres selber und der Svanrige, der Sohn von unserer lustigen Witwe. Und... Ich muss mich erstmal, ne? Alkohol, bevor die den hier verbrennen, nehmen wir den lieber mit. Da bleibt ja nicht mehr so viel, ne? Also, der Hjalmar, der ist ein Hitzkopf. Aber der würde mit Sicherheit nicht seiner Schwester auch nur ein Haar krümmen. Außer jetzt im Wettbewerb oder so. Aber der würde mit Sicherheit ihr nicht sie töten. So geil ist der nicht auf den Thron. Sie ist listig, aber auch wiederum... Na, sie wird in ihrem Bruder nichts tun. Kann ich mir nicht vorstellen. So kommt sie mir nicht rüber. Der Svanrige, der ist noch gar nicht aufgetaucht. Also bleibt ja nur er oder seine Mutter, ne? Auf jeden Fall aus dieser Richtung irgendwo kommt der Wind. Oder weht der Wind. Ja, und ich, Entschuldigung, dass ich hier wie ein Wahnsinniger loote, aber ich kann nicht anders. Ich muss, es ist ein innerer Drang, ein Zwang. Wenn schon mal alles hier, guck mal, alles so vollgeproppt ist mit Klamotten, dann muss ich zuschlagen. Ja, her damit. Her damit, her damit, her damit. Zur Not können wir es alles verkaufen. Ne, aber zumindest... Ups, das nehmen wir mit. Das ist unsere Belohnung sozusagen. Was haben wir denn da? Da ist jemand durch den Met gelaufen. Folge den Fußspuren mit Hilfe deiner Hexersinne. Na dann, folgen wir denen mal. Moment. Na? Kann ich irgendwie nicht aufnehmen. Okay, dann lassen wir es. Hier auch nicht? Ja, mal. Oh. Die Spur bricht ab. Wir müssen einen anderen Hinweis finden, dem wir folgen können. Haben wir schon. Er muss gemerkt haben, dass sie gerissen ist, aber er war in Eile. Was ist das? Ein Stück Stoff. Das gibt es doch nicht. Was denn? Anwaltstunika. Nur er trägt sowas. Bist du sicher? Ich habe ihn in der Haupthalle mit den Bediensteten gesehen. Los!
Anwalt? Also, an den habe ich ja nun gar nicht gedacht. Hemdal wacht über den Clan Thürse. Sicher hat er einen Riesen getötet, aber jetzt hängt er nur rum und verführt die Mädels. Was haben wir hier? Ach, das... Sind das die Leichen, die sie da herrichten? Grüß dich, Weißhaar. Sah jetzt fast so aus, ne? Schlüssel benötigt. Hemdal wacht über den Clan Thürsech, das Blut der Könige. Oh weh. Das sind Leichen, die dort hergerichtet werden für die Beerdigung. Oder Beisetzung. Ich weiß ja gar nicht, wie die das hier machen. Ob die verbrennen oder beerdigen oder wie auch immer. Du kommst von weit her. Ja, deswegen muss ich mich auch stärken. Krieger des Clan Haimei. Okay, ein Schlüssel. Sicher hat er einen Riesen getötet, aber jetzt hängt er nur rum und verführt die Mädels. Mal ganz ehrlich, gibt ja auch unangenehmere Arten, seine Zeit zu verbringen. Ne? So, okay, wir können weiter, Ceres. Dann mal hier lang. Anwalt. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Schau, da ist er! Nimm dir ein Pferd, wir reiten ihm nach. Anwalt, stopp, verdammt! Er wird nicht auf dich hören. Wenn ich den erwische! Beste Klinge ist nichts wert für dein schwacher Arm. Du hast keine Chance! Das werden wir ja sehen. Ha, erwischt. Langsam. Warum hast du sie verraten? Rede, oder ich beende es. Kein Ankreid sollte jemals auf Skelliges Thron sitzen. Ich kenne euch besser als jeder andere. Ihr seid heißblütig, unverantwortlich. Skellige braucht Stabilität. Einen starken König. Keinen, wie ihn die betrunkenen Jarls wählen. Interessant. Das höre ich von dir zum ersten Mal. Aber ich weiß, wer genau das Gleiche sagt. Es ist Birna Bran, nicht wahr? Du warst nie ein guter Lügner, Arnwald. Warum hat sie das getan? Es ist doch klar. Sie wollte die anderen Thronanwärter loswerden und dabei unseren Clan in Verruf bringen. Wenn sie Erfolg gehabt hätte, wäre Swanrig der einzige verbliebene Anwärter auf Skelliges Thron gewesen. Wir brauchen einen Beweis. Unser Wort gegen Birnas, das reicht nicht. Anwalt, hilf uns, dann wird Vater dir einen ehrenhaften Tod gewähren. Dafür sorge ich. Ich habe Briefe von ihr. Mit Anweisungen, wie der Met zu vergiften ist. Aber sie hat nicht unterschrieben und es gibt kein Siegel. Wird das reichen? Muss es. Wir sollten nicht zögern. Zeit, die Jarls zu versammeln. Na, ich hoffe, dass das reicht. Sonst, ne? Ihr wisst ja, Bürgerkrieg und so. Ich habe die Jarls im Rat versammelt, wie du verlangtest, Ceres Ankreid. Du behauptest zu wissen, wer hinter dem Massaker von Kaer Trolde steckt. Also sprich, das Blut der Söhne und Töchter Skelliges. Wessen Hand befleckt es? Die von Birna Bran. Die Kleine ist verrückt. Denkst du, dass dir jemand glaubt? Du hast veranlasst, dass dem Berserker ein vergifteter Met serviert wurde. Wie bitte? Ich befehlige doch nicht die Dienerschaft von Kaer Trolde. Dein Vater hat das Fest ausgerichtet und die Gäste versammelt. Da ist was dran. Hast du einen Beweis für deine Anschuldigung? Ich habe sogar einen Zeugen. Arnwald?
Ceres spricht die Wahrheit. Birna hat mir befohlen, den Met zu vergiften. Als Ceres und der Hexer in den Keller gingen. Du hast uns verraten? Den Clan, der dich aufgenommen hat? Gute Leute, das ist ein Diener der Ankret, ein Lakai. Er sagt, was man ihm zu sagen befiehlt. Er würde lügen, selbst wenn es ihn den Kopf kosten sollte. Birna sagt die Wahrheit. Arnwald dient auf Kehr Trolde, seit ich denken kann. Treu wie ein Hund. Ich bürge für Ceres. Sie sagt die Wahrheit. Du? Noch ein Lakai der Ankrets? Hat Ceres dich geködert? Ich kann mir schon vorstellen, wie. Oder hat Krach dich bezahlt, damit du meinen Namen besudelst? Was hast du gesagt? Ich bitte um Ruhe. Nach dem, was ich auf Speaker Row gesehen habe, vertraue ich dem Hexer. Mehr als dir. Das Recht hast du, aber das ist kein Beweis für meine Schuld. Ich habe noch einen Beweis. Einen Brief von Birna an Arnwald. Mit Anweisungen, wie der Met zu präparieren ist. Der trägt weder meine Unterschrift noch mein Siegel. Aber das Pergament ist von Parfüm durchdrungen. Der Duft ist sehr stark. Man kann ihn immer noch riechen. Das soll dein Beweis sein, Mädchen? Das nennst du einen Beleg für meinen angeblichen Verrat? Wie amüsant. Birna hat recht, Ceres. Das ist ein bisschen mager als Beweis für ein Verbrechen. Leider hat dein Bruder Chalmar auch noch nichts gefunden, was die Familienehre wiederherstellen könnte. Uns bleibt nur noch eins. Holger, Lugos, es ist Zeit, dass wir diese verdammte Burg verlassen. Kommt, wir müssen die Strafe für den Clan an Kret bestimmen. Ihr macht einen riesengroßen Fehler. Sei still, Streuner! Halt, Mutter! Du hast mich vor dem Fest aus der Halle geschickt. Warum? Sohn, nicht jetzt. Warum hast du das getan? Wie konntest du es wissen? Wie? Du schweigst also. Ihr habt Ceres nicht geglaubt. Ihr habt dem Hexer nicht geglaubt. Aber ihr müsst einem Sohn glauben, der die eigene Mutter beschuldigt. Das Massaker war ihr Werk. Sie hat Schande über sich gebracht, über mich, über die Familie. Den Clan. Swanrig, ich habe es für dich getan. Nur für dich. Du bekennst also die Tat. Als Ältester der Jarls wasche ich den Namen des Clans an Kret rein. Und dich, Birna, verurteile ich zum Tode. Du sollst an einen Felsen gekettet Hunger und Durstes sterben. Und die Seevögel sollen deine Überreste fressen. Das ist eine ziemlich heftige Strafe, würde ich mal sagen, ne? Birna war machthungrig, das wusste ich. Aber dass er ein solches Verbrechen begehen würde. Und Swanrig, was wird aus ihm? Er wird seine Heimat verlieren, seinen Namen, seine Ehre. Er wird das Exil wählen oder den Tod. Genug. Was immer kommen mag, wir müssen durchhalten. Danke dir, Geralt. Erneut. Das ist nicht nötig. Genug der Bescheidenheit. Dies ist ein Land der Helden. Das soll dich daran erinnern. Und jetzt reite ich nach Gedinate zur Ratsversammlung der Jarls. Es ist an der Zeit, einen König zu wählen. Und was denkst du? Wer wird gewählt? Komm mit, dann erfährst du es. Es kann sein, dass alle auf dein Urteil hören. Brauchen wir da jetzt schon hin? Oder später? Ach, scheiß drauf, wir reisten da jetzt schon hin. Ich habe ein Pferd im Rennen. Das darf ich mir nicht entgehen lassen. Wie ich's mir dachte. Gut, brechen wir auf. Ich hoffe ja, dass... Ich bin ja... Na? Ceres. Ceres ist meine Favoritin. Genau richtig.
Sie haben schon angefangen. Es ist nicht lange her, da gaben wir König Bran dem Meer zurück. Nun endet unsere Trauer. Heute, mit der Gnade der Götter und Clans, erhält eine neue Herrscherin die Krone. Schwören wir ihr die Treue. Was? Ist ja geil. Ich weiß, manche sehen hier lieber jemand anderen. Ich danke allen, die mir zur Seite standen. Hier, unter der heiligen Eiche, schwöre ich, allen eine gute Königin zu sein. Ich möchte für Frieden und Reichtum in Skellige sorgen. Gemeinsam mit euch werden wir diesen Traum verwirklichen. Zerriss! 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 Da ist aber jemand nicht so einverstanden, hm? Ja. Ich dachte, du würdest schreien. Warum sollte ich? Du hast bewiesen, dass ich bei den Ankreids selbst die Frauen für den Thron eigne. Aber ich hab dich besiegt. Wenn ich schon besiegt werde, dann lieber von dir als von jemand anderem. Glückwunsch. Du wirst eine großartige Königin. Das freut mich jetzt wirklich. Vielen Dank. Ohne dich wäre ich heute nicht hier. Wie lauten die Pläne der neuen Königin von Skellige? Zuhören, lernen und weiter zuhören. Dann werden wir sehen. Guter Plan. Ich muss die Clans vereinigen. Ich würde den Krieg gern vermeiden, aber wenn Nilfgaard angreift, müssen wir gemeinsam zurückschlagen. Der Drummond-Clan könnte Probleme bereiten. Ich habe Lugos bei der Zeremonie gesehen. Er war wütend. Zwischen unseren Clans gab es immer Zwist. Aber ich muss mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihn überzeugen. Viel Glück dabei. Ich drück dir die Daumen. Leb wohl. Geht's dir gut? Geht so. Egal wie man's betrachtet. Ich wurde von einer Frau besiegt. Nicht von irgendeiner. Das stimmt. Wenn es schon sein musste, bin ich froh, dass es Zerriss war. Bist du nicht stolz auf sie? Komm schon, gib's zu. Ein wenig, ja. Sie ist von meinem Blut, von meinen Knochen. Aber sag ihr das nicht, sonst fängt sie noch an herumzustolzieren, was ihr aber eigentlich guttun würde. Wir haben es Lugos gezeigt. Das ist das Wichtigste. Hast du gesehen, wie wütend er war? Ich dachte, er platzt gleich. Ja, hat mich ziemlich überrascht, wie verärgert er war. Unsere Clans haben sich schon immer Köpfe, Brust und Bauch eingerannt. So ist unser Land. Mach's gut, Jan. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn der Blaujunge auch überlebt hätte. Ja, als sein Vater... Ich weiß nicht. Sieht aus, als würdest du vor Stolz platzen. Pah, wenn du wüsstest, Wolf. Sag mir, welcher andere Jarl hat so prächtige Kinder wie ich? Wie traurig, dass ihre Mutter das nicht erleben konnte. Zerriss wird eine gute Königin sein. Vielleicht kann sie die Clans endlich vereinen. Hoffen wir es. Und wenn nicht, hat sie immer noch mich und Hjalmar. Wenn es sein muss, greifen wir für sie zu den Waffen. So, gucken wir mal. Können wir mit noch jemandem quatschen? Also, kein anderer Held der Welt hat solche Schwierigkeiten, Treppen runterzugehen. Ein Hexer, wie? Ja, sollte bekannt sein. Gutes ist geschehen. Die Göttin hat sie auserwählt. Ist blass. Gestern auch gesoffen.
ein schwaches Mädchen, mehr nicht. Ja? Wenn Nilfgaard angreift, klemmt sie den Schwanz zwischen die Beine. Es wird kein Ruhm geben, keines heute. Ihr Bruder, er sollte die Krone tragen, die Ritter ziehen. Lasst uns für unsere neue Königin gehen. Uns, wir flehen euch an. Brauchst du Hilfe? Große Hand. Grüß dich, Weißhaar. Der Bund. Er hört uns, o Götter dieses Land. Nee, da ist sonst niemand mit dir mal reden können. Oder? Olga Schwarzhand. Ich sag dir, das bedeutet nichts Gutes. Ich hab noch Moment nie kommen würde, dass ihr Bruder gewinnt und alle ins Verderben Königin Ceres. Aber Chalma ist genauso verrückt wie ich, als ich vom Kind besessen war. Er ist so mutig wie Ceres. Aber sie ist noch um einiges klüger und gerissener. Ein gutes Ergebnis. Ja. Kein Nordling wird jemals die Insel versegnet. Dieses der Skellige. Gesegnet der weiß. Geralt, mein Freund, was bringt dich her? Was hältst du von Skelliges neuem Herrscher? Der Bessere hat gewonnen. Leb wohl. So sehe ich das auch. Das ist gut. Niemand auf den Inseln hat den Thron mehr verdient als Ceres. Ja. Ihr sprecht mir aus der Seele, Short. Oder Hort oder Hjort oder wie auch immer. Für den Ruhm der Inseln! In diesem Spiel der Zeiten konnten wir uns keine Wespe herrschen. Hier machen sie Party. Schön. Mutter von Samen. Im Gegensatz zum Mann gewährt uns Frieden und Wohlstand. Ja. Göttin, segne Königin. Bin nur hier noch ein Druide. Ja, dann haben wir das, guck mal, alles geschafft. Da unten ist noch ein Fragezeichen. Ich glaube, da gehen wir mal hin. Hm? Weil hier ist jetzt alles erledigt. Bis auf Lugus scheinen auch alle eigentlich sehr zufrieden zu sein mit der Wahl. Ich persönlich bin das total. Ich finde, Ceres ist auf jeden Fall die bessere Wahl. Chalma ist sicherlich gut für den Krieg, aber nicht gut für den Frieden. Und ich glaube, dass die Ceres beides kann. Die kann Krieg und die kann Frieden. Und das ist das Wichtige. Giddy Knight. Giddy Knight. So, oh, schau an, hier geht's rein. Komm, dann gehen wir hier mal rein. Schauen wir uns das mal eben hier noch an. Yula. Hallo? Ja, Yula pennt. Beklauen möchte ich ihn jetzt auch nicht. Dann warten wir einfach mal bis zum Morgen, würde ich sagen. Oder beziehungsweise wir rennen hier zum Fragezeichen. Und schauen mal. Was ist das? Noch eins? Das glaube ich ja nicht. Das sind zwei. Das ist einmal da. Hier oben ist eins. Ein Hexer. Hey, komm her. Und da unten auch noch. Ja, dann hören wir uns das mal an, ne? Würde ich sagen. Aber ihr könnt es euch denken, wir hören uns das in der nächsten Folge an. Wir sind nämlich jetzt schon wieder bei über einer halben Stunde. Und Ceres ist die Königin. Ich finde es toll. Ich freue mich darüber. Ja, und unsere Geschichte geht natürlich noch weiter. Wir gehen jetzt hier zu den Fragezeichen. Da müssen wir mal gucken, was wir noch machen. Es gibt noch eine ganze Menge an Nebenquests. Wir müssen noch Schatzsuche machen. Wir haben noch ungefähr 10.000 Fragezeichen zu suchen. Es gibt noch eine Menge zu tun, aber für heute haben wir erstmal unsere Arbeit getan. So. Ah, ich habe eine schöne Idee. Passt mal auf, wir gehen hier nochmal hoch. Ja, so. Und dann verabschieden wir uns mit einem schönen Bild. Zusammen mit der Heldin des Tages. Ha? Guck mal. So. Ja, das ist doch mal ein schönes Bild, oder? So, na, doofe Wache.
Ich wünsche euch was. Macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Beim Fragezeichen geht's dann weiter und dann lassen wir uns überraschen, was da noch so auf uns wartet. Bis dahin, ciao, euer Alien.